Weist uns den Weg, Altklinge. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Obwohl, ich kann da mal auf die Karte gucken. Was sind das hier? Koboldschurken. Na super. Da werden wir wahrscheinlich genau lang müssen. Hier kommen wir nicht weiter. Was haben wir hier? Ritters Siegel und Goldmünzen. So, das ist ja gut, dass wir jetzt diesen Weg hier genommen haben. Weil offensichtlich sind hier nicht so viele. Okay, ich sehe sie schon kommen. Aua! Mit Feuerwerkskörpern spielt man nicht. Hinlegen da hinten. So, der ist weggeflogen, weil er so beeindruckt von unserem Können war. Ein rüttelnder Langbogen. Ja, bei einer Schusswaffe bin ich auch. Das erste, was ich mir denke, ist, das muss eine rüttelnde Waffe sein. Mit Force Feedback. Sehr leicht. Na, ich sage mal zwei. Oder nur ein. Besatzleder, einfacher Heiltrank. Das ist doch genau das, was ich suche. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier gibt's noch so ein kleines Lager. Da haben sie eine Ente gefangen, beziehungsweise eine Gans. Eine ganze Ente oder eine ganze Gans. Aber hier ist... Oh. Das sieht mir doch fast wieder nach Bossfight aus. Aua. Ja, natürlich. Ohne Rücksicht auf Verluste auf die eigenen Leute. Einfach mal hier so in die Menge feuern. Gewinn, kommst du da klar? Ich hoffe mal. Da, um zu helfen. Ups. Das habe ich hier daneben geschossen. Boah. Aua. Sag mal, das machst du aber kein 32 Mal mit mir. So. Ach, da ist noch einer. Aber zu zweit hat er keine Chance gegen uns. Also, wenn wir zu zweit sind. So, das war... diese Höhle. Was ist... Was hat der hier noch? Ein Heiltrank, zwei Stück. Mein Inventar ist voll. So. Jetzt gucken wir mal bei den Waffen. Ermutigende Dolche, 17 Körperschaden, Zugplunder hinzufügen und Azurit-Feinkling. Fassung Waffe, Fassung Funktion, okay. Was haben wir hier? Langschwert des Klammerns. So, das sind eigentlich jetzt nur noch Waffen, die man wirklich gebrauchen kann. Robuste Feinklingen. Ach, die habe ich ausgewählt. 26 Körperschaden, 15 Durchbohrungsschaden. Ja, das sind doch die... Oh, die sehen ja cool aus. So, kann ich denn bei den Accessoires vielleicht... 20 Giftresistenz, 30 Mana. Ach komm, da habe ich hier schon gleich das viel bessere. Ein Aschering. Robustes Siegel.
Ja, da habe ich hier den besseren gleich. Minus 10% Mana-Kosten. Das war der gewitzte Ring. Und Rittersiegel plus 30. Da haben wir aber schon plus 45. Was haben wir denn hier? Plus 10% Leben, plus 10% Mana und plus 20 Mana und Mana-Regeneration. Ja, bleiben wir mal bei. Jetzt schmeißen wir nochmal den Plunder weg. Und nehmen jetzt mal die Heiltränke mit. Und das Weichkrabbelpulver auch. Na, das ist, sieht ja ganz gut aus. So, hier müssen wir jetzt mal durch die Tür. Mal schauen, was auf der anderen Seite ist. Ja, ein weiterer Gang. Beschäftigen wir mal erstmal und dann kümmern wir uns ausschließlich um diese hier. Aua! Ja, genau so ist es. Weil wenn du mich versuchst, uns anzugreifen, legst du dich mit uns beiden an. Hier ist nichts zum Einsammeln. Hier ist noch eine Sterndistel. Ich nehme nochmal ein Stückchen. Jetzt habe ich sogar nur noch zwei Getränke. Ja, das reicht ja auf keinen Fall. Oh, hier haben wir nochmal Skarabin. Och, nö. Naja, übertreib mal nicht. Solange du alleine bist. So, jetzt bin ich mal drauf. Boah, sag mal. Aua, da bin ich jetzt falsch ausgewichen. So, einmal von da. Ey, du haust hier nicht die Frau. Das kann mir wohl nicht angehen. Goldmünzen und Heiltrank und Kriegerstärke. Warum auch nicht? So, wo müssen wir denn jetzt hier mal hin? Hier können wir noch nach links abbiegen. Das sieht da ganz schön groß aus. Das machen wir mal später. Mutter! Ah. Oh, oh nein. Da bist du ja. Moment. Wir erweisen mal Ehre. Und sie kann uns trotzdem sehen. Na, dann reden wir mal mit ihr. Sie war so kurz davor. Seht, das dort muss der geheiligte Durchgang sein. Alles klar. Dann gehen wir mal da durch. Das tut mir sehr leid. Also gut. Tun wir es. Ja. Wenn wir gehen müssen, dann los. Okay. Aua.
Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sind so weit gekommen. Und wofür? Ihr und ich, wir sind nicht Eamon. Wie sollen wir das hier nur überwinden? Der Durchgang führt zur Schmiede. Ja, aber wir können unsere Aufgabe nicht erfüllen. Seht selbst, der Weg ist durch uralte Magie versperrt. Können wir vielleicht... Wir haben doch den Hammer. Wo ist der Hammer? Ist der Hammer vielleicht hier irgendwo? Hier ist er nicht. Bei den Konsumgütern ist er auch nicht. Kann es sein, dass ich den vorhin in die Truhe gelegt habe? Nee, gar nicht. Ich glaube, das muss nach der Truhe gewesen sein. Reste des mystischen Hammers. Das kann ich aber irgendwie nicht benutzen. Verdammt. Wieso kann ich das denn nicht benutzen? Das ist ja doof. Eagons Gefährten, vielleicht steht da ja was. Die Geschichte von Theodar und seinem über die Kultisten von Kamazando. Es gibt böse Mächte in dieser Welt, die selbst von den mutigsten aller Kriegsgeweihten gefürchtet werden. Es sind die Niskaru-Lords, die ganze Zivilisationen vernichtet haben. Die Dunkelheit über das Land brachten, als würden sie das Chaos von Telogros selbst wie eine Waffe führen. Ihre Berührung bedeutet unendliches Leid, ihre bloße Anwesenheit Tod und Zerstörung. Kein Sterblicher kann den Willen der Niskaru-Lords bekämpfen. Selbst Eamon und Kervin, die Größten unseres Ordens, maßen sich nie mit einem solchen Feind. Sie sind wie Götter, nur ein Unsterblicher kann es wagen, sich ihnen im Kampf zu stellen. Aus diesem Grund beschloss in den Tagen der Erstgeweihten ein Mann, den feigen Anhängern der Niskaru-Lords entgegenzutreten. Theodar, der erste Champion der Kriegsgeweihten. Er jagte die Sklaven der Dämonen-Lords, Menschen, Alpha, Gnome und mit Körper und Geist der Vergrößerung von Telogros Einfluss verschrieben. Ich habe eben gerade gedacht, das wäre alles ein Satz, aber das war's nicht. Diese Jünger des Chaos beschwören die Namen der Dämonen. Sie praktizieren die dunkelste Magie und der größte von ihnen war der verrückte Zauberer Phalan, der Atasseiner. Der Legende nach kam Phalan aus dem Osten, aus den Steppen von Sindrildir. Er trug eine gewaltige Kette um den Hals und ging mit einem eigenen eichenen Stab. In dieser Verkleidung gab er vor, ein heiliger Mann zu sein und kam mit sanfter Miene zu den Leuten. Er berichtete ihnen von einer großen Macht, die sie von ihren irdischen Fesseln befreien können. Er versprach ihnen das ewige Leben und die Macht, die weltliche Realität hinter sich zu lassen, die der große Kreislauf ihnen aufzwang. Einige glaubten ihm und bald hatte Phalan eine Armee treuer Diener um sich geschart, die Phalangi. Anderswo in den Feindlanden bekämpften Eagon und die kriegsgeweihten Dämonen, ohne von der Bedrohung durch Phalan und seine Anhänger zu wissen. Ihre Heldentaten sind wohl bekannt, wie Edorias Torek Zor bezwang, wie Lyanna den Dämonengang überlebte, wie Agul die Armee Zandrukars zurückdrängte. Phalan sah seine Gelegenheit zum Angriff gekommen und begann mit seinen fanatischen Gefolgsleuten den Zauber, der den schrecklichsten aller Dämonenlords beschwören sollte. Kamanastu. Habe ich vorhin Kamazandu gesagt? Das ist natürlich Kamanastu. Theodar aus den Bergen, der ihre Höhen oft erklomm, stieß zufällig auf das Beschwörungsritual des Zauberers. Er beobachtete die sich sammelnden Truppen und wusste, dass der Untergang bevorstand.
Mit ruhigem und klarem Kopf und mutiger Gelassenheit stieg er den Berg hinab zu Andurin, dem großen Schmied von Detyre. O mächtiger Andurin, dessen Hammer niemals zaudert, dessen Amboss die stärksten Hiebe erträgt. Ich bitte dich um Amalurs Willen, lege deine irdischen Werke beiseite und schmiede einen Hammer, der den unerschrockenen Eagon würdig ist. Wenn ihr einen Hammer benötigt, der Phalanx besiegen kann, so bringt mir die Pläne von Eamon selbst, denn nur sein Wissen kann die Macht des Niskaro besiegen. Also bat Theodar den Weisen um sein Wissen und Andurin begann, den mystischen Hammer zu schmieden. Während Andurin auf den Amboss einschlug und Flaska die Esse am Brennen hielt, ging Theodar zu Eagon, der auf den Schlachtfeldern von Eratel Dämonen bekämpfte. Theodar kannte keinen Schlaf, keine Rast, ehe er an Eagons Seite stand. Er berichtete Eagon von der Gefahr, doch Eagon weigerte sich, sich aus der Schlacht zurückzuziehen. Wenn ich das Schlachtfeld verlasse, verlieren wir den Krieg, und die Dämonen werden uns alle vernichten, sagte er. Ich würde die Schlacht anführen, während ihr dieses mächtige Böse band, rief Theodar über das Krachen der Schwerter und das Heulen der Dämonen. Das war Theodars letzte Handlung als Erstgeweihter. Er fiel, als er die Eratel-Ebenen verteidigte und die Niskaro im Zaum hielt, damit Eagon Phalanx und seine Anhänger zerschmettern konnte. Auf seinem Grab wurde er mit dem Titel Leodin, der Anführer der Erstgeweihten, geehrt, ein leuchtendes Vorbild der Opferbereitschaft für alle, die dem Krieg geweiht sind. Müssen wir zuerst den mystischen Hammer reparieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal hier in diesen Gang hier hinein. Naja. So fängt's an und in der Hafenstraße endet's. Aber was waren das denn für Luftkämpfe, die du hier machst? Kannst aber nicht so tun, als würdest du auf mich zielen. So, die haben alle nichts verloren. Ich schau mal, was wir hier noch haben. Aber wir scheinen hier nichts zu haben. Ich vermute ja, dass wir den Hammer brauchen. Und mit dem Hammer dürfen wir dann passieren. Und dann müssten wir eigentlich... da reinkommen. Ich schaue einmal kurz aufs... Ach, Bargäste und Kobolde und noch mehr Kobolde und noch mehr Bargäste. Ja, das ist doch Mist. Aber was tut man nicht alles? Daneben geschossen. Ja, so weit kommst du nicht, ne? Aua.
Hause, Mann. Direkt reingesprungen. So, du nervst mich schon die ganze Zeit. Deswegen werde ich mich jetzt um dich kümmern. So,